Fantastisch. So, hier waren wir gestern. So, womit mache ich jetzt weiter? Ich gucke mir erstmal... So, den Death-Versuch machen wir jetzt mal nicht, weil der ist mir gerade zu anstrengend. Ups. Mein Mix. Ja, wie ist denn mein Mix? Nein, 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 nein. Gehst du mal zurück? Gehst du mal zurück? Versuche! Dann müssen wir halt festlegen, was mein Mix ist, wenn du so spielen willst. Verstehe nicht, warum ich nicht einfach den Song aussuchen kann, den ich will. Hier gibt's gar keinen meinen Mix. Wieso gibt's hier keinen meinen Mix? Boah, so viel. Zurück, zurück, zurück. Hör auf, schwarz zu sein. Aha. Aha. So viel dazu also. Gut, die Frage brauche ich mir also nicht beantworten, weil wenn hier nur bestimmte Lieder zulässig sind, dann leck mich. Dann brauche ich nicht testen, wie das Ganze mit Corrin's Theme abgeht. So, dann gucken wir uns mal das hier an. Neues Feature. Hier stellst du deine ganz eigenen Stages. Die Touch-Steuerung im Handheld-Modus ist dafür ideal. Geschlossene Linien werden zu festem Boden. Offengelassene Linien werden zu durchlässigen Plattformen. Das Zahnrad lässt Stage-Teile rotieren und mit der Schiene bewegen sie sich. Lass deine Kreativität freien Lauf. Zufrieden mit deiner Stage? Dann wähle sie gleich in der Stage-Wahl aus oder veröffentliche sie, damit andere sie spielen können. Kann ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich noch immer keine Nintendo Online zahle. So, neu erstellen. Nehmen wir mal eine kleine, wir nehmen mal eine mittlere. So, welchen Hintergrund? Oh. Die mehr haben wir nicht. Gut, dann kann ich hier wenigstens auswählen, was ich will. Zäh. So, wurde ich letztens gefragt, welche Version ich bevorzuge, Hoshido oder Noir. Ich bevorzuge den Smash Brothers Remix. Ist nun mal so. So. Währenddessen muss ich mal noch ein anderes Gerät kurz suchen. So, im Handheld-Modus kannst du mit Hilfe des Touchscreens bauen. Ja, das weiß ich ja mittlerweile. Was ich wissen will, ob das hier... Schade, geht nicht. Ich habe mir nämlich eine Maus angeschlossen und die Maus funktioniert nicht. Das wäre doch ideal. Komm, Nintendo. Ja, beim nächsten Update, Mäuse. Denn wenn du eine Maus hast, kannst du im Prinzip auch beim Aufnehmen hin und her. Weil, warum nicht... So, ich hoffe aber... Ach du Scheiße, was ist denn das hier für eine invertierte Steuerung? Nee, ist es nicht, aber... Für mich ist sie invertiert, weil es andersrum ist, als ich dachte. So, und ich hätte gerne... Erde klingt ganz gut.
könnte jetzt versuchen, das hier einfach nachzuzeichnen, aber... Okay, wir werden das mit Touch machen, wenn man... Einfach so... Das wollte ich nicht. Gibt's einen? Es gibt einen Rückgängig-Knopf. So. Willst du mich verkackeln? Nein. Ich ziehe eine Linie. So. Und die würde ich jetzt gerne... Ah. Okay. Das müssen wir aber nochmal bearbeiten. Hoffentlich geht das. Ah. Ey. Toll, ich kann stretchen, aber nicht die einzelnen Punkte verschieben. Was soll denn das sein für ein Blödsinn, Leute? Die noch nie... Was ist denn, wenn ich den einen Punkt da verschieben will? Geht nicht, oder wie? Greifbare Kanten. Nö, da rutscht man überall ab. Okay, das sind die Bodenoptionen. Hm. Kann ich das Ding drehen, wenn ich will, oder? Ja. Okay, und wenn ich löschen will, dann geht das wahrscheinlich nur mit ganzen Elementen, ne? Ich kann jetzt nicht... Wir werden garantiert nicht viele Stages bauen, weil so wie das aktuell ist, kannst du das, glaube ich, knicken. So, hast du es gesettelt? Nein, hast du nicht. Oh, ey. Stelle fest, man kann es nur im Touch-Modus spielen. Ja, also da habt ihr noch ein bisschen Optimierungschance, Leute. Nein! Okay, alles, was du mit dem Con hinkriegst, ist einfach nur hässlich. Weil darum... Denkst du, du kannst hier einen voll kreativ machen? Und dann sowas. Okay, wir sehen das einfach mal als, Test an. Scheiß auf sanfte Rotation, das Ding, das dreht. Durchdreht das. Okay, kann ich das hier wieder entfernen, oder? Ja. Kann das bitte links rumdrehen? Mit genau dem gleichen Tempo. Ich sehe keinen Unterschied zwischen sanfter Rotation und der anderen Rotation, aber okay. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Ah ja. So kann man das also auch machen. Hm.
Das ist übrigens ein absolutes Kauderwelsch hier. Nur ein Haufen Elemente. Meinen Schalter zu platzieren. Nö. Kanonas. Leitern, Sprungfedern, Warpfelder, Bumper. Also dafür, dass sie gesagt haben, es gibt so viele tolle Elemente, finde ich das noch ein bisschen wenig. Ah, hier oben haben wir noch eine Elementanzeige für... Ab hier fängt's an zu ruckeln und hier ist nicht mehr spielbar. Okay, das Eis ist... rutschig. Die Dinger rotieren nicht. Wenigstens brennt alles, so wie es soll. Wenn ich nicht mit Mario testen will, was dann? Geht also. Ja gut, so viel dazu. Die können wir glaube ich auch. Ja, ich möchte die Änderung verwerfen. Also... naja, einmal versuche ich noch. Ganz ehrlich, bei dem, was ich da gesehen habe in der Vorschau, dachte ich mir, ey, da kann man Kästchen für Kästchen irgendwas machen, aber nö, kannst du nicht. Also wenn du schnell bist, dann kannst du so machen. What? Das war nicht, was ich gezeichnet habe, du Dödel. Was passiert denn, wenn ich das hier rüberziehe? Über die Kämpfer. Ah, mit Doppelslit geht das also so. Gut, ist jetzt auch nicht so krass. Ich habe den Eindruck, es wird eine Menge solcher Stages geben, wo man nur permanent durch den Boden fällt. Aber nur weil es lustig ist. Da habe ich in dem Vorstellungsvideo habe ich ja ein paar Sachen gesehen, dachte mir, das kann ich deutlich besser. Aber ich bin, was ich für Steuerungsmöglichkeiten habe, dann nein, kann ich nicht. Dann sind das schon Meisterwerke, die sie da gemacht haben. Naja, vielleicht brauche ich eine Übung, weiß ich nicht. Lassen wir das. Ladies and Gentlemen, der neue Stage-Editor haut mich jetzt nicht so vom Hocker, wie ich eigentlich gehofft habe. Aber hey, jetzt haben wir Super Smash Bros. Maker. Juhu, mit sehr eingeschränkten Bauteilen. Aber gut, du brauchst ja was für zukünftige Updates, ne? Für 4.0. Wenn, dann weiß ich, was für ein Kämpfer hinzukommt. Gerade nichts am Reboot-Viren. Kann ich dir mittlerweile eine bessere Kopfbedeckung zuteilen? Ich glaube nicht. Kann ich da mal rauszoomen, weil... Zylinder habe ich, glaube ich, gestern erst gekauft. Ja, das haut doch super hin mit meiner Frisur. Wenn du
Midnight Mass Tour, man kann auch sagen, riesengroßer Ball mit Loch. Ich habe mir unter Midnight-Maske irgendwie alles nur nicht das vorgestellt. So ein Drachenhelm kommt eigentlich ganz geil. Okay, ich merke, wie viele von diesen Dingern ich mittlerweile habe. Warum dauert denn das so lange, die alle zu laden? Du müsstest hier einfach durchschalten können. Schwarzer Ritterhelm. Passt, glaube ich, genau zur Rüstung. Also Bootleg-Falter kann man sich hier bauen ohne Ende. Ashley, ich habe noch immer deinen Song im Kopf. Wenn man wirklich Leute ausfreaken will, nimmst du einfach das hier und gut ist. Ist egal, wie du aussiehst, du hast die Horrormaske. Bin ich jetzt hier nur zurückgegangen oder was? Nein. 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 Hallo. Naja. Dann kann mich wenigstens keiner erwischen, wenn ich die Maske aufhabe. Aha. Ah ja. Nein. Ja, Mann. Nein. Toycon, ja? Wir machen derzeit sehr seltsame Sachen. Ja, siehst du, das war die schwarze Ritterrüstung. Den Rest gucke ich mir jetzt nicht an, weil ich habe eindeutig zu viele Hüte, um mich jetzt hier durchzuklicken.